Ja, hallo, ich bin's, der Dirk, für euch. Wie ihr seht, habe ich ein neues Video, diesmal vom Corsa Elektrisch, Baujahr 03/2020. Hier habe ich eine Probefahrt gemacht im September 2020. Ja, hier das Lenkrad von innen. Ihr könnt hier an der rechten Seite den Tempomat und die Fahrassistenten einstellen. Hier mit dem Rädchen Minus und Plus die Geschwindigkeit erhöhen, kurz tippen oder ziehen ist 1 km/h Änderung und lange halten sind 5 km/h Schrittänderung. Hier ist der Abstand einstellbar zum Vordermann. Dort gibt es 3 Stufen: nah, normal und weit. Hier der Limiter, also Geschwindigkeitsbegrenzer, hier nochmal Tempomat und hier kann man den Tempomat auch pausieren und wieder aktivieren. Ja, weiter auf der anderen Seite des Lenkrades, ach hier sieht man es nochmal etwas genauer, auf der anderen Seite des Lenkrades halt die Bedienung für Radio, für Freisprechanlage, für Telefon und Befehlseingaben per Sprache. Ja, im Cockpit habt ihr ein Display. Das ist eigentlich von der Größe und von der Optik gut genug, werdet ihr gleich bei der Fahrt sehen. Dann hier das integrierte Display ist ein Touchscreen, wo ihr Navigation und andere Sachen einstellen könnt, Autoradio. Hier könnt ihr die Fahrzeugdaten auch nochmal abrufen, Klimaanlage einstellen und ähnliche Sachen. Das könnt ihr mit der Klimaanlage und den anderen Sachen aber auch hier unten nochmal über Dreh- und Druckknöpfe einstellen. Hier ganz interessant, der Spurhalte-Warner ist eigentlich immer an. Wenn ihr auf Off drückt, dann leuchtet die rote Lampe oder die orange Lampe und dann wird er komplett ausgeschaltet. Hier werdet ihr also gewarnt, wenn ihr die Spur verlasst, durch ein leichtes Ruckeln im Lenkrad. Hier, das ist der Spurhalteassistent aktiv. Den müsst ihr manuell hier aktivieren. Dann greift der Wagen selber ein und lenkt in die Mitte der Fahrbahn zurück. Ja, hier der Schalthebel. Hier könnt ihr auch die Rekuperation einstellen, D und B. Dann hier die elektronische Bremse und, das ging ein bisschen schnell, hier dann auch die 3 verschiedenen Drive-Mode-Möglichkeiten. Das ist Eco, Normal und Sport. Ja, dann hier Ablage, 2 Dosenhalter, hier noch eine kleine Ablage in der Fahrertür, elektrische Fensterheber vorne, hinten und Spiegelverstellung. Ja, so sieht er von hinten aus. Das ist jetzt ein Ausstellungsstück in Silbermetallic mit schwarzem Dach. Er hat natürlich Alufelgen, LED-Scheinwerfer, serienmäßig. Ja, kostet hier laut Liste 32.000, da gehen nochmal 6.000 Euro runter. Die 3.000 vom Hersteller sind schon abgezogen. Die Bereifung 17 Zoll Aluminium, 205er, 45er. Ja, kommen wir direkt hier zur Fahrt. Hier bin ich auf der Autobahn, fahre mit Abstandstempomat 110 und lenke auch nicht, hatte den Spurassistenten eingeschaltet, der also gut funktioniert. Und bin dann wieder... Ich war hinter dem LKW auf die Überholspur und dann beschleunigt er auch auf die 110 Kilometer, die ich eingestellt hatte.
Bei dem Lenkassistenten, muss ich dazu sagen, ist es so, der funktioniert ordentlich, also der lenkt auch relativ smooth, leicht wieder zurück, nicht so rückartig wie beim Polestar, den ich ja vor 3 Wochen gefahren bin. Er hält die Spur ganz gut. Wenn man die Hände nicht nach 12 Sekunden ans Lenkrad zurücknimmt, dann kommt erstmal so eine Warnschrift im Display. Bitte Hände ans Lenkrad legen. Macht man das dann immer noch nicht, dann kommt ein lautes Signal, ein Piepen sozusagen. Macht man es dann immer noch nicht, dann schaltet der Lenkassistent ab. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hier einmal demonstriert haben. Jetzt ist er aktiv, wie man sieht. Ja, da stelle ich ihn gerade noch mal ein, den Tempomaten. So, jetzt lenke ich nicht. Da bin ich auf der Landstraße und selbst auf der Landstraße, ja, hier jetzt bei 91 km/h, es waren zulässig 100 km/h, arbeitet der Lenkassistent, wenn die Seitenmarkierungen rechts und links gut vorhanden sind, funktioniert er wirklich gut. Also das muss ich sagen. Ebenso, was sehr gut ist, ist die Verkehrszeichenerkennung. Ich bin also auch durch eine Baustelle gefahren, auf einer Landstraße, wo plötzlich 30 war. Das hat er also erkannt und im Display sofort angezeigt. Was er nicht allerdings macht, wenn der Tempomat an ist, dass er dann auch runterregelt auf die 30 km/h. Er warnt dich halt nur, wenn du jetzt 80 eingestellt hast, mit Tempomat 80 auf der Landstraße fährst, wo 80 erlaubt ist, dann fährt er auch 80, kommt dann eine Baustelle und erkennt 30 km/h Schild, dann regelt er nicht runter. Das müsst ihr dann schon selbstständig machen. Aber ansonsten, ich muss echt sagen, ich bin sehr beeindruckt von einem aktiven Spurhalteassistenten. Der ist wirklich gut, wie ihr hier auf der Landstraße seht. Also das schaffen viele Autohersteller nicht so gut. Wie gesagt, ich bin ja vor 3 Wochen im Polestar 2 gefahren. Der hat auf der Landstraße ganz schlecht gelenkt, beziehungsweise gar nicht. Der wäre bei jeder etwas stärkeren Kurve sofort außer Fahrbahn gewesen oder im Graben. Also das ist, muss ich sagen, hier bei Opel, der Lenkassistent, der ist echt super. Ihr seht das nochmal. Ja, also von den Assistenten her, worum es mir im Prinzip bei den Autos geht, weil ich auch gerne mal längere Strecken fahre und da braucht man schon Tempomaten aus meiner Sicht und einen Spurhalteassistenten. Was auch schön ist, er hat im Spiegel die Anzeige dann, ob rechts oder links, halt wenn ihr die Spur wechseln wollt, frei ist. Durch eine rote LED-Lampe, die allerdings, muss ich sagen, bei starkem Sonnenlicht leider etwas schwach zu sehen ist. Ja, das ist jetzt der einzige Nachteil, den ich feststellen konnte. Ansonsten ist es ein schicker Wagen. Er gehört ja zur PSA-Gruppe und ist vom Antrieb und vom Akku identisch wie der Peugeot 208 elektrisch. Was ich jetzt nicht weiß, ob auch die Fahrassistenten von Opel und Peugeot identisch sind oder ob das dann jeweils Entwicklungen einmal von General Motors, also von Opel sind und einmal von der PSA-Gruppe Peugeot. Das weiß ich nicht. Ich bin also in Peugeot 208 zwar schon mal Probe gefahren, aber der hatte leider keinen Abstandstempomat und keinen Spurhalteassistent. Sonst könnte ich euch dazu was sagen. Aber wie gesagt, der Spurhalteassistent ist für einen Wagen in der Preisklasse, also um die 30.000 Euro, schon spitze. Also da kann man sagen, das hat Opel
gut hinbekommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schreibt auch gerne einen Kommentar und bis demnächst. Euer Dirk vom Die bei Wolf Kanal. Auf Wiederhören.